Hallo und herzlich willkommen zu den Dulli TV News. Wieder eine Woche rum, wieder einiges passiert und ich sag euch, was ihr alles so verpasst habt in der letzten Woche. Und los geht's! Am 19. März ist PUBG Mobile für euer Android- und iOS-Gerät rausgekommen. Das heißt, ihr könnt es jetzt kostenlos runterladen. Ich habe das Ganze schon mal eine kleine Runde gespielt, muss sagen, macht extrem viel Spaß. Sehr gute Steuerung, ähnlich wie bei Fortnite auch. Und man sollte es einfach mal ausprobieren, es ist kostenlos. Man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, einfach wieder löschen. Ich kann aber sagen, für zwischendurch eine sehr geile Battle Royale-Alternative, vor der sich Fortnite auch nicht verstecken muss. Aber ich muss sagen, im Mobile-Himmel der Battle Royale-Titel PUBG, sehr, sehr, sehr gute Umsetzung. Diese Woche ist ein neues Update für Monster Hunter World rausgekommen. Und das Besondere ist, es ist das erste kostenlose Content-Update. Das heißt nicht nur Verbesserung, sondern auch ein neues Monster. Könnt ihr jetzt runterladen, ist schon online und im Hintergrund seht ihr es, das neue Monster heißt Devil Joe, glaube ich, so wird es ausgesprochen. Ist ein Riesenviech, macht, glaube ich, mega Spaß. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, ob ihr ihn schon besiegt habt. Netflix und Formel 1 machen jetzt gemeinsame Sache, denn Netflix darf die Saison 2018 filmen. Und zwar ein bisschen hinter den Kameras, das heißt, sie haben auch exklusive Bilder. Allerdings wird man diese Dokumentation, was es nämlich wird, die kann man leider erst im Jahr 2019 sehen, denn die Saison 2018 muss ja noch gefilmt werden. Aber ich habe Bock drauf. Ich bin zwar nicht mehr so der Formel-1-Fan, aber dieses ganze Behind-the-Scenes-Kram, ich glaube, das wird ganz geil, vor allem, wenn es Netflix produziert. Und noch eine News von Netflix, denn Netflix wird ab dem 18. April sämtliche Monty Python Filme und Serien und Clips zur Verfügung stellen. Da freue ich mich sehr drüber, denn ich habe nicht unbedingt alle Sachen in HD und viele Sachen kennt man auch noch nicht, weil die ja schon so ein bisschen älter sind, sage ich mal. Aber geiler Humor, wer Monty Python nicht kennt, Ritter der Kokosnuss ansehen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wenn es bei Netflix ist, ist es sowieso kostenlos, also zieht euch das schön rein! Am 20. März war es endlich soweit. Sea of Thieves wurde released und ich habe mit den Dullis, Torin und Daniel und noch ein paar anderen, auch schon einiges aufgenommen und zwar live bei Mixer. Das seht ihr gerade im Hintergrund. Wir sind sowieso jetzt relativ viel live bei mixer.com/dullitv. Könnt ihr mal reinschauen. Und ich muss sagen, Sea of Thieves gefällt mir sehr gut, auch wenn wir am Anfang ein paar Serverprobleme hatten und wenn es sich noch so anfühlt, als fehlt da noch ein bisschen Inhalt. Ich persönlich habe mega Bock auf Sea of Thieves. Es macht mega Spaß, da zu segeln. Schaut da mal rein. Wenn ihr die Livestreams verpasst habt, könnt ihr die auch noch nachgucken, denn die sind immer, ich glaube, 14 Tage zur Verfügung. Also einschalten und wenn ihr es noch nicht gespielt habt, selber spielen. Ganz wichtig. Und das war's auch schon wieder mit den Dulli TV News für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like, Kommentar und ein Abo da. Und wenn euch richtig gefallen hat, dann könnt ihr das Ganze auch teilen. Schaut mal bei mixer.com/dullitv rein, dort sind wir jetzt sehr oft live und verpasst natürlich nicht die Let's Plays auf YouTube, unter anderem Slaps and Beans, das Bud Spencer und Terence Hill Spiel, was ihr gerade im Hintergrund seht. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao!